Hallo ihr Lieben, mein Name ist Björn Nimisch. Zu einer neuen Folge begrüße ich euch Nimisch unterwegs, heute über den Dächern von Köln im AXA Hochhaus auf der 45. Etage. Leider ist es draußen ein bisschen dunkel und trotzdem ein wunderschönes Panorama. Ich habe heute für euch wieder zwei sehr interessante Menschen eingeladen, denen ich ein bisschen auf den Zahn fühlen will. Zu meiner Linken seht ihr hier einmal den Mo Moses und den Matthias Schneider. Hallo, ich begrüße euch. Hi. Ich grüße dich. Ihr zwei seid heute hier. Ich denke, an euch kommt man nicht vorbei, wenn man in einer gewissen Szene unterwegs ist. Dann kennt euch eigentlich jeder, mehr oder weniger. Und euch beiden möchte ich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Ja. Ihr habt, glaube ich, einiges zu erzählen. Mo lieber. Moses. Bleib lieber bei Moses, also es macht irgendwie mehr Sinn. Oder weil Mo. Oder Mo. Oder Mo geht auch, aber es geht immer nur so eins. Also ansonsten denkt man, dass Moses der Nachname wäre. Das ist immer so eine Sache. Da weiß man, manchmal steht auch ein kleiner Mo Moses, manchmal steht Moses. Nee, es steht immer nur Moses drauf. Ja, ja, das Einzige, was halt mit beiden Namen gesetzt ist, ist im Grunde mein Facebook-Profil. Aber eigentlich ist es Moses. Ja, also Facebook möchte halt gerne einen Vornamen und einen Nachnamen haben, deswegen. Moses. Was machst du so? Ich kann ja schon einiges vorweg nehmen. Man kennt dich als DJ. Das hoffe ich zumindest, ja. Also immer mehr in letzter Zeit. Also es gibt jetzt ein paar Geschichten, die laufen. Und man sieht schon immer mehr bei den Köln vor allem. Definitiv, ja. Ja, also im Grunde genommen, ich habe ja angefangen 2009 bei der Ambulanz aufzulegen. Das ist ja so eigentlich die Institution, was Techno in Köln anging und angeht. Neben halt den ganzen Minimalisten-Sachen wie Compact zum Beispiel. Ja, und da gibt es natürlich halt noch Elektrochemie, das Minimalisten-Rudel mit Tag X, Hell ist anders und so weiter und so weiter. Mittlerweile gibt es das alles. Ne? Ja. Das kam jetzt alles in letzter Zeit, also sagen wir die letzten drei Jahre hat sich einiges getan. Das kann man schon definitiv, sagen, also, ja. Meine Meinung nach war echt in Zeiten wirklich tot. Das war mal ganz früher was, auch schon häufiger, aber dann kam halt diese Zenkhaus-Minimal-Zeit, die hat alles sehr verspielt. Also, habe ich zumindest empfunden, ob es wirklich so war, ich habe schon was verpasst, aber dann vor drei Jahren ist dann Ambulanz schon länger. Ambulanz gibt es jetzt länger. Ambulanz gibt es jetzt schon was länger. Damals ja im Bogen 2 angefangen, unter Ambulanz Club. Und dann halt verwandert so ein bisschen, Essigfabrik, Elektroküche, viel gemacht. Jetzt Kunstpark, aber halt auch immer wieder zurück in die Homebase, zurück in den Bogen, der halt auch sehr geschätzt wird. Über den Kunstpark werden wir nachher auch noch reden, da können wir auch was viel zu erzählen, weil der kam aus dem Nichts und jeder kann sich da rein. Die Institution, was Techno im Moment angeht, ne? Wenn du in einen Club gehen willst und Techno hören willst, dann gehst du in den Kunstpark. Auf jeden Fall. Also keine Frage. Also der ist schon sehr Techno verdorben. Es wurden jetzt letztens auch mehr von einer Veranstaltung versucht, die mehr auf Tech ausliefen. Die Leute haben sich gelangweilt, weil der Name Kunstpark, der hat einfach auch Tech nicht gemacht, alles richtig gemacht. Ja, definitiv. Ja, also genau. Wo? Du bist kein Kölner. Nee, ich. Du bist in Berlin geboren, in Hamburg aufgewachsen. Ja. Im Grunde genommen ist das schnell erzählt. Ich bin in Berlin geboren, wie du richtig sagst. Bin als Kind aber schon nach Hamburg gegangen. Meine Großeltern, meine Familie lebte halt da. Und bin dann halt in Hamburg aufgewachsen, bis ich volljährig war, bis 18 ungefähr. Hab dann so viele verschiedene Stationen durchgenommen, wie Stuttgart, war eine kurze Zeit in Holland gewesen. Bin dann mal einen Monat in Köln gewesen und dann halt wieder zurück nach Hamburg. Schon sehr vogelfrei, ne? Also das war mir immer wichtig, ja, und so habe ich, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. So habe ich mein Leben halt immer gelebt. In Köln ja, ich mittlerweile auch. Ich wohne jetzt aktuell in Solingen, bin vor 5 Jahren, also 2007, hierher gekommen. Meine Ex-Freundin lebte halt in Köln. Hab dann relativ schnell eine neue Freundin kennengelernt, die wohnte halt in Solingen und so. So gab sich das halt. Eine Frau, bisschen cheesy, oder? Ja, ein bisschen, aber. Ja, so kam ich halt nach Solingen. Dann habe ich eine Zeit lang nichts gemacht und seit 2009 bin ich halt in Köln auch als Künstler aktiv. Es war nicht mal Techno. Ja, es. Ohne Summerhouse-Szene. Mit dem lachsfarbenen Schal. Nee, es ist auch immer noch nicht immer alles Techno. Also ich habe. Nee, das ist
Ja, das ist, stelle ich immer vorne an. Es war so, dass ich halt eigentlich mit AC/DC, Guns N' Roses, solchen Nummern aufgewachsen bin. Riesenfan davon gewesen, lange Zeit Gitarre gespielt, in einer ganz kleinen Guns N' Roses Coverband irgendwie gekreischt. Das war halt so meine Gymnasiumzeit, meine Teeniezeit. Ja, und dann irgendwann kamen dann halt so die ersten Tracks. Ganz klassisch irgendwie R&B Redemption, ne? So ein typisches Trance-Ding. Und Trance war in Hamburg halt riesig und groß, und so fing ich halt auch irgendwie mit Trance an. Als ich anfing aufzulegen, waren die einzigen Tracks, die ich gespielt habe, halt so dieser Hamburger Hard Dance, Hard Trance, diese Tunnel-Trance-Force-Nummer. Bin dann halt irgendwann so diesem cheesy Trance irgendwie nach Holland übergewechselt, habe viel Tiesto gespielt, Armin van Buuren, solche Sachen. Und irgendwann kam so ein ganz neuer Style, der nannte sich Tech-Trance, der halt sehr technoid war, aber halt immer noch mit diesen trancigen Vocals irgendwie da drin. Und das hat mich irgendwie total gekickt, und so habe ich dann halt wirklich professionell angefangen. Hab auch in Hamburg im Tunnel gespielt. Das war so einer meiner größten Club-Gigs Gibt's irgendwie. eigentlich noch? Den gibt's noch, Gibt's noch? Ja, den gibt's noch. Sehr alt. Ja, Ist er auch in derselben Location? nee, also die haben jetzt fünf Locations abgeritten und sind aber immer noch am Start. Haben aber mittlerweile so diesen ganzen Hardstyle und Hands Up. Und das war halt so der Grund, warum ich dann halt auch gesagt habe, okay, Trance, Tech-Trance, das hat irgendwie keine Bedeutung mehr, das geht nicht mehr, das ist durch. Und dann habe ich halt ganz konsequent komplett aufgehört mit dem Auflegen, weil ich halt irgendwie keinen Stil hatte, hinter dem ich stehen konnte. Ja, und dann kam ich halt nach Köln, ganz ruhig, habe immer so ein bisschen nebenbei aufgelegt, so halt so der klassische Bedroom-DJ. Und ja, habe dann angefangen irgendwie so diese. Ja, ne, Bedroom, Das ist das Label, oder? ja, gibt es auch, In gibt es auch. England. Ja, das ist ja so diese Progressive-Nummer, aber Bedroom-DJ ist ja eigentlich so das Synonym für denjenigen, der zu Hause in seinem Schlafzimmer auflegt. Okay. Und aber so fängt es halt immer an. Ja, Und okay. dann war halt so der Punkt, wo ich dann anfing, so die ersten Minimal-Scheiben zu kaufen, die mich aber auch nicht wirklich kickten. Und der Weg vom Tech-Trance, den ich ja abschließend spielte, zum Techno, den ich jetzt spiele, der war halt überhaupt nicht weit. Und ich spiele auch heute immer noch so einige Tech-Trance-Scheiben, die halt nicht ganz so melodiös sind, aber halt percussionlastig, die spiele ich halt immer noch in meinen Sets. Und ja, so war der Bogen halt gespannt. Und dann kam halt die Ambulanz, wurde auf mich aufmerksam. Ja, und dann habe ich halt meinen ersten Gig in der Ambulanz, und seitdem geht es halt steil vorwärts. Techno. Techno, ja. Techno. Moses Techno, ja. Moses ist Techno, ja. Also wir haben jetzt ganz viel gehört an Musikrichtung, aber jetzt ist er an den Punkt gekommen, ans Ziel, kann man so sagen. Also Es man sich gibt. Man will sich nicht wirklich festlegen, aber Nee, jetzt aber ich bin. Ja, ich bin ja durchaus wandelbar, und dann wenn ich im Odonien zum Beispiel spiele, dann spiele ich auch durchaus etwas ruhiger. Aber eigentlich gibt es keine Steigerung mehr von dem, was ich jetzt mache. Also ich bin zu 100% glücklich. Techno ist Ja. genau das. Ich spiele recht schnellen und recht treibenden Techno. Das ist mir halt auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Advent, Industrializer, solche Nummern. Und das geht halt für mich einfach nur nach vorne. Es gibt halt nichts, was das irgendwie vergleichen kann. Moses, was machst Eigenmusik? Machst du da was? Ja, jein. Also ich habe das immer so viel vernachlässigt, weil dieses ganze Künstlerding halt immer nie so im Vordergrund stand. Das war halt so eine Leidenschaft, die ich halt immer getrieben habe, die ich aber halt nie hauptberuflich gemacht habe. Mittlerweile, es gibt ein erstes Release, jetzt schon seit Monaten, was draußen ist, auf Sound of Techno Records Okay. vom Hesse Hesse, Jung. oder? Ja. Das ist die SOT 010, glaube ich, gewesen. Da ist eine Reihe laufen. Genau, er hat eine Reihe laufen, und das ist jetzt, glaube ich, das 10. Release gewesen. Begleitet von einem Podcast, ist auf Beatport halt überall zu kaufen. Heißt übrigens Moses Manticore. Gibt es auch einen sehr coolen Remix vom Hesse, der auch extrem nach vorne geht. Ja, und jetzt aktuell bin ich mit dem Björn Thorwellen im Studio. Ja, wir bringen da halt im Grunde genommen so ein neues Label mit an den Start. Der Björn macht das, der L2D2 macht das, der HZ ist dabei, der Nils Mohn und so weiter. Das wird halt eine reine Kölner Nummer. Das Label heißt einfach, und das ist, finde ich, extrem cool, steil. Steil, das ist echt geil. Und einfach steil nach vorne und nach vorne und nach oben. Ja, Und man merkt, ich muss kurz sagen, dass so kleine Wurzeln ausmachen, dieses Neue, das Album von Felix.
Ja. Das ist eine blöde Woche, aber was das laut ist, echt toll. Ist super. Also das kannst du überall anwenden. Ja. Ja, wir sagen es seit 10 Jahren. Und, ja. Also das funktioniert. Ja, mich gibt's auch noch. Ich dachte, kannst du mal was trinken und Matthias mal ein bisschen reden lassen? Ja. Ja, Matthias, du bist auch so eine Persönlichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man nur ein bisschen in der Szene feiern kann, speziell die Techno-Szene, entweder hat man ihn schon mal gesehen oder man hat ihn aber sporadisch schon kennengelernt. Man kommt an den Jungen nicht vorbei, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und die meisten werden mir recht geben, die das Video irgendwann mal sehen werden. Ihr kennt ihn alle. Ja? Das ist ja Matthias Schneider, Matze oder Mattes genannt? Nee, Matze. Ja, Matze. Ja, ich komme, glaube ich, in Köln nicht mehr rum. Ja, erzähl. Ja, was soll ich erzählen? Gut geht's mir. Cool hier. Auf jeden Fall. Ich habe ja echt eine schöne Location ausgesucht mit Rheinblick und Kölnblick. Ja, doch, also wir können es ja sehen, es bleibt ihnen leider dann verborgen, aber das ist ich bin das erste Mal hier hochgekommen, ich war so geflasht, ich muss erstmal hier stehen. Ich bin geboren nach Köln, muss ich ganz sagen, und meine Hausgeschichte schon genossen. Das Schöne ist, ich wollte immer mal hier auf die Partys zu Rhein in Flammen oder Silvester etc. Ich habe es nie geschafft, mal vorbeizukommen. Bis zum nächsten Gästeblatt. Ach, das ist herrlich. Und eine Sonnenbrille, wenn die Sonne aufgeht. Also Sonnenbrille darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, immer habe ich gehört, dass die Neuen immer erkennbar sind in der fehlenden Sonnenbrille. Ja, ja. Die dann morgens um 6 Uhr nach Stadt. Ich weiß, ich bin beide schon drauf hin in den Flyern. Also das ist echt ein No-Go. Weil ab 5 Uhr halt 6 ist hier. Ich finde das schön, ist nicht von allen Seiten. Ich meine, Sonnenaufgang ist ja ganz schön, aber nicht morgens um 6 Uhr, sondern nachts am Matthias, warum kennt dich jeder? Was machst du? Was habe ich in der Szene zu suchen? Ich kann ein Stichwort sagen, Elektrochemie. Richtig. Da kann man dich schon zusammen in Zusammenhang bringen. Ja, da kann man mich in Zusammenhang bringen. Das ist eine Party, die wir dann vor 3 Jahren knapp gegründet haben. Fing eigentlich an als musikalisches Ego-Projekt, wo wir gesagt haben, uns geht die Musik in Köln auf die Eier. Da muss irgendwas Neues her. War sehr konzeptfrei geplant. Wo wir sagen, wir gehen in den Sensor, spielen das, was wir mögen von 95 bis 2011. Und wem es nicht gefällt, darf sich so gesagt auf seinen Daumen setzen. Also es war wirklich relativ konzeptfrei, wir haben nur gemacht, wo wir Bock drauf haben. Ja. Dass da im Endeffekt dann so ein Ding draus würde, hätte jetzt, glaube ich, im Vorfeld keiner geahnt. Das ist meistens so. Ja, meistens, glaube ich, wenn jemand einfach nur ehrlich durchsetzt, was er gerne macht und sich da nicht verdreht, weil das können wir auch gar nicht. Funktioniert. Weil immer, wenn der Mensch mit Herz hängt, dann wie der Moses oder so Leute, die wir um uns scharen, die wirklich wahnsinnig sind, was Musik angeht, brauchen wir einfach nur Verrückte, die da voll hinterstehen, das nicht machen, um irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Dann kann es nur funktionieren eigentlich. Oder man hat zusammen eine Menge Spaß und steht im leeren Laden, aber das ist ja bei uns nicht so gelaufen, zum Glück. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr habt beide vor, also schon extremerweise vor die Elektro-Musik. Vielleicht hört das auch immer noch, aber ihr habt beide die Rock-Musik. Also Heavy Metal möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die Gitarrenkrach höre ich auch heute noch sehr viel. Das ist halt, Metallica sind durchaus eine gute Band, bei uns ging es halt mehr Rock'n'Roll, Punkrock, Psychobilly, so kleine Szene-Sparten. Ist auch eine sehr lustige Zeit gewesen in meinem Leben, nur leider wie die meisten Szenen sehr eingeschränkt, wo man dann nur toleriert wird als vollwertiges Mitglied. Wenn man in der gleichen Location, die gleiche Band mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Songs wie vor 15 Jahren hört. Und da bin ich dann einfach irgendwann kein Punk oder Rocker oder irgendwas, sondern der Mattes und mach das, wo ich Bock drauf habe. Das kommt irgendwann an. Ja, scheinbar. Also doch, kann man so sagen. Warum mich jetzt auch wirklich jeder kennt, weil eigentlich habe ich ja auch gedacht, so Veranstalter schön im Hintergrund bleiben, weil so DJ schließt sich schon aus, weil ich persönlich so musikalisch bin, wie würdest du auf den Sack voll junger Katzen treten. Okay. Zumal so Rampenlicht, Bühne stehen, steht mir nicht so ganz, denke ich. Und da dachte ich, so schön im Hintergrund die Fans ziehen und eine Party feiern, wo du Bock drauf hast. Schuss ist da hinten. Ist hier, irgendwie sind wir jetzt sogar die Hundsfigur einer Veranstaltung avanciert. Ja, du bist aber auch schön anzuschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Danke, Schatz. Das ist natürlich sehr, sehr freundlich von dir. Ich werde ein bisschen eifersüchtig. Ja, so, ne? Also man muss da aufpassen, weil da wird er zu rasenden Bestie. Also ich glaube, sobald du die Hose runterlässt, ist auch wieder schön anzuschauen, aber da können wir auch gleich schon mal. Ja, das ist durchaus diskussionswürdig, aber Doch. Ich bin durchaus zufrieden. Ja. Wir können damit leben. Mit Stolz, ja. Elektrochemie ist im Laufen, es hat von Anfang an hat es schon eingeschlagen, muss man schon sagen. Die erste Veranstaltung, es war kein Flop, es war doch schon, oder? Ich weiß, ich war leider nicht da, aber... Gegründet habe ich die ja eigentlich echt nur mit Nisa auf der Bank und in der Hoffnung, dass ich am Ende sagen, dass ich jetzt bezahlen kann, habe meine eigenen Flyer gedruckt, die fangen die Leute so scheiße. Mein schönstes Kompliment war, kriege ich Augenkrebs von.
Wir sind gelaufen, den Leuten auf die Eier gegangen mit, hey, wir machen eine Party. Wir hatten 120 Gäste, glaube ich, bei der ersten. Hatten wir 120 Gäste und 50 Euro verdient oder 49 irgendwas. Keine Miese. Nee, keine Miese. Das war wirklich schön. Und seitdem ging es dann halt nur bergauf, weil irgendwie immer mehr Leute kamen und sagten, ey, das ist geil, was die da machen. Weil es halt auch musikalisch nicht festgelegt war. In der Zeit, wo nur Tech House und House lief, wo wir gesagt haben, wo bleiben da dreckig und vorwärts. Ja. Und haben das dann einfach mal egoistisch gemacht. Und schön, dass so viele Leute das geil finden, was wir machen können. Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Ihr habt doch direkt gute Jungs am Start gehabt, ne? Was heißt direkt gute Jungs? Ne? Also wir haben Nico und Lex. Nico und Lex, ja. Darüber sprechen darf. Ich finde selbst ein, dass es nicht mehr viel so wirklich analog machen, so Rapper mit so. Also das, was man eigentlich auf irgendwelchen Computerprogrammen sieht, gibt es auch noch wirklich wenigstens wissen es, als noch wirklich Geräte und Hardware, ja, Konsolen und Bass Machine und die drücken und drehen Knöpfchen und machen und tun ohne irgendeinen Bildschirm. Ja. Also das ist schon. Das ist, glaube ich, auch ein Erfolgserlebnis. Also angefangen hat ja alles mit Nils Mohn, einem guten Freund von mir, der zwar 11 Jahre Praxis hat, aber noch nie Bock hatte, irgendwie sich um Clubs zu bemühen oder ähnliches. Wo er auf die Idee kam, als er mich mal fragte, so, wirklich so wie er es meinte auch, ob er seinen Sound mal über die Sensoranlage scheppern kann, wenn ich dann nachmittags meine Getränke einräume. Und da dachte ich dann so, Mensch, ey, wir haben da gleich musikalisches Verständnis, kennen uns jetzt so lange, bist du so blöd, dass du nicht spielen lässt. Und der kam so gut an, haben wir das gelassen. Und irgendwann kam dann Licker und Lex ins Programm, das sind ja die Neuen bei uns, sozusagen. Und die machen auch schon seit Ewigkeiten zusammen Musik. Hatten am Anfang noch ein bisschen einen eigenen Sound, wo wir gesagt haben, das wäre schön, wenn er sich auf die Elektrochemie anpasst. Und das hat echt nicht lange gedauert, da hatten wir es voll drauf. Und mittlerweile spielt Nils seine eigenen Produktionen, gemischt mit Fremdproduktionen. Mhm. Und Licker und Lex halt echt 3,5 Stunden am Stück komplett live. Es ist immer schön, wenn die Leute anfragen, wie der dritte Track hieß. Ja. Und das ist ein zusammenhängendes Stück, das ist komplett live gelaufen. Ist halt, gibt der ganze Fallschirm auch eine eigene Marke. Man kann sich da auch selbst mit irgendwie so ein bisschen einbringen. Und macht einfach mal ein bisschen was anderes. Das sind jetzt eure beiden Residents, kann man so sagen? Ja, die drei Residents, weil die können Lexen ja zwei bei denen. Das sind unsere drei Residents und ansonsten arbeiten wir natürlich gerne mit allen zusammen, die unser Verständnis von Musik teilen. Ne? Da gibt es jetzt nicht so viele, aber Minimalistenrudel wäre dazu zu nennen, auf jeden Fall hier im Kölner Raum. Hell ist anders, machen auch ein super Ding. Der Moses, Ambulanz, klar. Klar, zusammenarbeiten, auch überregional, jetzt zum Beispiel mit Stylecharts, die größeren Veranstaltungen. Ja, da was. Ja, das ist. Das erzählen. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Ja. Da machen wir mal die größere Runde im alten Wartesaal, wo wir dann zusätzlich die Sensoranlage noch mit ankacken und die Jungs von Liebing meistens mit reinnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall für mich auch eine neue Größe der Veranstaltung gewesen, wo wir sagen, haben die Leute auch eine Menge Spaß gehabt. Brauchen wir uns jetzt nicht verdrehen für, ist kein Kompromiss, passt auch zu uns. Ja, es war grenzwertig. Es ist schon echt in der Decke getropft. Also ja, wir hatten da schon einiges angeschleppt, das stimmt schon. Aber wir finden immer so ein bisschen Druck darf dann auch in der Musik sein, weil schlechte Anlagen kann man ja ausbauen. Oder austauschen. Ja, austauschen. Ja, und das ist halt, Stylecharts ist zum Beispiel eine Plattform aus dem überregionalen Raum, sagen wir mal jetzt Düsseldorf-Ruhrpott, sind so sehr, sehr stark. In Köln haben die natürlich auch sehr viele Anteile auf der Plattform. Das ist vergleichbar halt, ist ein Electronic Music Magazine, sind absolute Fire-Profis, mit denen wir auch privat sehr, sehr viel Spaß zusammen haben. Und da sehe ich halt auch in Zukunft eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, weil das passt halt menschlich wie von den Veranstaltungen her. Man ergänzt sich da perfekt. Und da wird auf jeden Fall eine Menge auf euch zukommen. Da freuen wir uns drauf. Ja, hoffe ich, hoffe ich. Ich verrate mal nicht so viel. Du bist ja sehr präsent im Facebook. Ja, Entertainer. Auf jeden Fall. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn den Herr Schneider kennt, also der kennt auch seine Posts. Und ich habe selten einen Post gesehen, der unter 20 Kommis war. Also, ja, Die Kommis die sind ja wirklich meistens genauso toll wie sie. Ja, ich freue mich da immer drüber, dass die Leute so lustig finden, was ich so meinen Tag übertreibe. Da reicht dann manchmal ein angebrannter Eiertoast. Und der Moses, der kann es auch ganz gut. Also ich habe von Leuten gehört, die haben den Moses nur wegen nur geeditet, um seine Posts zu lesen. Das ist ja schon manchmal, ich habe den einen im Kopf hier, mein Licht macht meine Fickrisch. Das fand ich sehr originell. Ja, doch. Ja, das ist halt. Habe ich mich doch direkt drin wiedergespiegelt, muss ich sagen. Wir sind halt Junggesellen, mein Gott, ja. Ja, ja. Ja, das ist auch so der Punkt. Also, aber sehr gerne. Das ist halt auch so der Punkt. Meine Posts sind halt aus dem Leben gegriffen irgendwie und sind halt, es gibt halt viele Leute, die mich immer fragen, so, wo hast du denn das Sprüchebuch irgendwie versteckt?
Ja, sicherlich sind da halt Sachen bei, die da durchaus schon abgedroschen sind. Mhm. Aber es ist halt oft so, dass ich halt einfach, ganz simpel, wer kennt das nicht, ich sitze morgens auf dem Klo und überlege so, wie startest du denn den Tag? Und dann kommt dann halt so ein typischer Guten Morgen, ihr Schwanzlutscher bei raus oder so. Ne? Und dann absolut. Und so gibt es dann halt eine Linie und es ist halt alles ganz wichtig, irgendwie so eigene Erlebnisse und die dann halt irgendwie gut verpackt. Ich muss mir da aber auch halt Gedanken drüber machen. Also es ist keine reine Spontanität, sondern manchmal brauche ich für so einen Post halt auch meine 5 Minuten. Das muss man halt dazu gestehen. Also danke für die Blumen. Ich habe jetzt echt Bock, hier mal so ein Projekt zu erschaffen. Du hast mal eben in einem Vorgespräch, wir hatten eben ein tolles Vorgespräch. Wir haben schon ganz, glaube ich, alle 3 trockene Münder, weil wir schon über ein stündiges Vorgespräch hatten und uns ganz toll unterhalten haben. Wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt müssen wir mal langsam machen, sonst haben wir gleich keine Luft mehr. Aber da hast du mal durchläuten lassen, dass du jetzt wirklich einen neuen Tresor wahrscheinlich irgendwann mal, ist da irgendwie sowas? Erzähl mal. Ja. Es ist halt so, es ist halt so eine halb announcebare Geschichte. Aber mir wird die Ehre zuteil, und da freue ich mich halt wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr drüber, im neuen Tresor zu spielen am 14.10. Okay. Im Zuge der Familienfeier. Das ist halt eine Berlin-lokale Veranstaltung, hatten halt auch Größen da, Terence Fixma und so weiter. Ich werde den Tresor bespielen nächsten Monat, und das wird so mein Highlight 2011 sein. Und da hätte ich eine Idee zu, Matthias, du bist doch ein Fachmann, was Facebook-Events angeht. Ich fände es toll, wenn wir das mal ein bisschen ankündigen, dass wir 2 Busse chartern und dann die Leute sich anmelden über Forecast. Das wäre echt mit 2 Angeboten. Das ist schon mal da gewesen. Ein DJ-Kollege, der Markus Wesens, sitzt war auf der anderen Szene, letztes Mal gemacht hat, der mit im Cocoon gespielt, und das kam ganz gut an. Und da sind wir mit 2 Bussen runter, und wenn du da Bock hast, dass du Support wirst von Leuten, die dich kennen. Ich kann mich verstecken jetzt, ne? Also von daher, die Idee ist das auf jeden Fall. Eine Idee ist das auf jeden Fall, zumal, ich glaube, ich habe da schon ganz andere Events mitgemacht, wenn ich mal so nach unten schaue. Ja, ich fände es toll, weil wenn du sowas organisierst, das ist meine Erfahrung, weil jeder wird gerne dabei sein, aber es ist halt ein bisschen kompliziert. Ich muss den Zugticket tun. Aber wenn du eine gebündelte Stelle hast, darüber weiß ich jetzt, sagen wir mal, das war noch schon mal so teuer, das hast du, glaube ich, 30 Euro hinüberwiesen mit Eintritt, und da war der Bus alles dann hin und Rückfahrt, da steigst du ein, fährst du hin, Party steckst du da, gut, Berlin ist natürlich eine Strecke, wird ein bisschen teurer, aber könnte man mal drüber nachdenken. Das ist meine Idee. Ja, stimmt. Ist das so? Ja, das Problem, es gibt halt so 2 Probleme dabei, die man ja auch beide so ein bisschen announcen muss. Das eine ist halt Freitag der Tresor, wo ich spiele. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Allerdings ist direkt am nächsten Tag dann schon wieder Elektrochemie, und zwar am 15.10. Und das. Mit Speedy J, kann ich mir vorab sagen. Mit Speedy J. Hat er den dann an Land gezogen? Große Function waren direkt auf die U-Bahn-Flur mit dabei, damit es irgendwie scheppert. Da haben wir dann wieder Freizeichen auf beiden Ohren bis Mittwoch. Ja, ich glaube, wir auch. Aber gut, das würden wir hinkriegen. Den Tag danach auf die lange Distanz ausgelegt, direkt mit dem Bus vor das ATA. Ja, genau, die Fahrt dauert 8 Stunden mit dem Bus. 8 Stunden dauert die mit dem Bus. Und dann, Berlin ist ja jetzt nicht so lange, ne? Also da kann man dann sagen, komme ich nachmittags an, habe Zeit für eine Dusche und Auf dem A-Theater. Naja, wir könnten ja vors A-Theater so Instant-Duschen stellen, irgendwie für die Leute. Ja, oder Dusche aus der Dose geht auch. Dusche aus. Eben, da ist es. Gibt so einige Möglichkeiten, die man da mal anbieten kann. Kann ich ein Lied von singen? Also, du spielst im Tresor, das ist natürlich schon. Kann man sich schon drauf freuen. Ja, das ist mal wieder was. Besonderes. Ja, also ich mit auf jeden Fall. Muss ganz klar sagen, Ambulanz hat mir so einige Türen und Tore geöffnet, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Mein Highlight 2010 war halt etwas traurigerer Natur, aber ich habe die Love Parade bespielen dürfen. Auf dem Ambulanz, auf dem Ambulanz Truck. Und während meiner Setzeit. Hast du da was mitbekommen? Aktiv? Nee, gar eigentlich nicht. Gar nicht. Vielleicht ein bisschen Tatütata oder so. Nee, auch nicht. Auch nicht. Also die war Stimmung war. In einer späteren Zeit, ne? Da war ja schon alles im Gange. Es ist genau zu der Zeit passiert, als ich gespielt habe. Allerdings. Bei uns war die Stimmung absolut ausgelassen. Wir haben davon überhaupt überhaupt nichts mitgeschnitten. Aber das hat natürlich so einen beißenden Nachgeschmack. Ja, auf jeden Fall, denke ich mir auch. Ja, das ist auch das erste Mal, dass sowas in die Hose gegangen ist. In der Größenordnung, definitiv. Da können
Ja, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Was auch die Veranstaltungsszene nachhaltig beeinflusst hat. Ne? Definitiv. Ich war zwei Monate später auf der Nature One und das war schon ein bisschen drin. Wir haben es echt geschafft auf dem Park, auf dem Campingplatz. Wer schon mal auf der Nature war, den Campingplatz, ja. Was da los ist. Wir haben es echt geschafft, mal eine Minute alle die Musik aus dem Interesse zu halten. Und dann ja, was sehr gut funktioniert hat. Allerdings ist es dann natürlich auch stadtseitig so, dass das viele Städte natürlich den Veranstaltern jetzt auch mittlerweile Barrieren in den Weg legen, weil sie einfach Panik haben vor einer erneuten Katastrophe. Das muss man halt auch so sehen. Ja, leider. Leider. Seit, kann man schon sagen, über Jahrzehnte die Musik läuft und solche Veranstaltungen auch. Und es ist nie was passiert. Und das waren einfach nur Deppen, die dahinter stecken. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, das ist eigentlich allgemein bekannt, da kann sich jeder sein eigenes Bild von machen. Nochmal hier auf euch beide, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja. Kommt ja beide nicht aus Köln, das, wo du herkommst, wissen wir ja, du kommst aus Waldbröl. Ja, ich bin nicht geboren, aufgewachsen bin ich in Windeck-Au, winziges Wörtchen, mitten im Erholungsgebiet Windeck-Gardinchen, zumindest wenn ich nicht da bin. Das heißt aufgewachsen, wie lange hast du da gelebt? Oh, da habe ich schon gelebt, so bis 18. Okay. Ja, und dann bin ich dann rüber nach Köln mit ein paar Zwischenetappen, mal hier, mal da. Und doch in Köln bin ich immer wieder hängen geblieben, weil da war ich schon, seit ich 12 bin, immer auf der Domplatte. Das ist das Grab meiner Jugend. Und, also was mit Platten? Ja, nee, also wir haben geskatet, wir waren ja Kids. Skater, da, okay. So, cool. Da waren wir noch beweglicher und haben uns nicht so viel gebrochen wie heute, wenn wir das machen würden. Und Köln hat auf jeden Fall seinen Flair, mag ich sehr gerne. Einfach hier geblieben, ne? Ja, dachte ich, lasse ich mich mal nieder. Ja, also ich glaube, kennengelernt haben wir uns auf der Elektrochemie und alten Schule Kollaboration, ja. War im Grunde am Anfang des Sommers, beziehungsweise Frühsommer, Frühjahr, irgendwie sowas in dem Dreh diesen Jahres. Und ich habe als Headliner von der alten Schule gespielt, eine Party von Mike Steinbrink. Mit einer grandiosen Function One Anlage. Ah, die lila Lady. Ja. Erzähl mal was über die Anlage. Also, was ist das denn da? Check dahinter. Ja, also. Was ist daran so besonders? Ah, okay. Also, das umschreibt es. Das ruckvollste. Sagen wir mal so, also jenseits von 130 Dezibel kratzt dieses Ding halt immer noch nicht. Und 130 Dezibel ist halt neben einem startenden Düsenjet zu stehen. Okay. Das haut ja eigentlich so ziemlich alle Ohren weg. Das ist so, dass das legendärste und druckvollste, auf dem ich je spielen durfte, steht im Berghain, dem Techno-Tempel Deutschlands. Es gibt drei oder vier Festinstallationen in Deutschland, aber die wissen es halt richtig zu nutzen. Und dann gibt es halt noch diverse Festivals wie das legendäre Fusion Festival, die halt auch ebenfalls eine Function One nutzen. Und also alle aus 100 Wege in Deutschland, das kann man sich die Teile an. Ja. Die gibt es ja davor nicht. Es ist halt sehr, sehr dekadent, sehr elitär, nicht gerade günstig, aber halt vom Sound ja, unglaublich klar. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also wirklich eine Differenz zu allem anderen, was ich bisher gehört habe. Man kann es auch halt schön auf den Flyer schreiben und es zieht halt immer noch zusätzliche Gäste, als ob man jetzt irgendwie einen guten Headliner hätte. Ja. Aber wie gesagt, auf dieser Party spielte ich und das war eine Kollaboration mit der Elektrochemie in einer sehr legendären Location eigentlich, im Fort 1. Gott hab's selig, hier in dem Park. Ja. Das also fest ganz mit so einer ganz subtilen 30 Meter hohen Säule mit einem Adler drauf. Also innen drin halt alles Gemäuer, alles Gewölbe. Geil. Das hat so ein bisschen was vom totalen Krieg, ne? Also schon. Aber schon ist halt so ein kommt aus einer ganz anderen Zeit, es kommt erst so Ritterzeit. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ja, das stimmt, aber mit der Anlage hat so denn. Das ist von Köln gewesen. Das ging nach rundherum. Weiß ich mehr darüber als wir, aber wir sind ja auch keine Kölner. Wir sind da raus. Ja, wir aber haben auch schon Spaß gemacht Fort 11, da gibt es ja Fort 11, Fort 10, ja. Fort 1, da gibt es unendlich. Ja, der Rest, die braucht für solche Gemäuer, kann ich dir gerne weitergeben. Sehr gerne, da reden wir die Tage auch nochmal drüber. Gut, dann wird das auch schon geklärt. Das machen wir dann nachher. Matthias, du machst Elektrochemie, darüber haben wir gesprochen. Genau. Du bist auch sonst noch ganz, ein ziemlich kreatives Kerlchen. Ich mache immer so Bildgestaltung und eine Maskenbildnerei und... Ich habe letztens einen ganz tollen Flyer gesehen. Allein dieses Elektrochemie-Logo, das Smiley mit den Kopfhörern, er hat es entworfen. Ich finde es so. Ja, was heißt entworfen? Das war eigentlich, da ich meine Flyer selber mache, genau, die Texte selber schreibe, hat sich das halt so ergeben, dass ich auch mal
für, ich weiß nicht mehr für was, so ein Kopfhörersymbol in dem gelben, so eine Art Warnschild sah scheiße aus, dachte ich, will die löschen. Und dachte, wenn ich das jetzt rumdrehe, habe ich ein Smiley, ist ja geil. Und dann habe ich das mal auf den Flyer gepackt zum Spaß. Und mein Resident Nils war so begeistert, rief ich, ja, mein Alter, das müssen wir direkt als Logo benutzen. Da dachte ich, so machen wir, weil wir eh mehr so eine Familie sind als eine Veranstaltung, wo jeder irgendwie so ein bisschen mit reinmengt. Und dann haben wir das gut avanciert, dieser Smiley halt zum Logo. Da waren übrigens auch unglaublich viele Leute, diese T-Shirts davon tragen, wo ich es mal bei Spreadshirt online gestellt habe. Mhm. Verdiene ich nicht mehr was dran, aber es ist lustig, ich wollte es ja selber mal haben. Hat sich halt irgendwie so als unser Wappentier rausgestellt dann. Auf jeden Fall. Was hast du noch in der Zukunft geplant? Gut, elektrische Medien, das rollt jetzt erstmal, das geht jetzt voran. Ja. Da gibt jetzt diverse, da kommen jetzt noch, erzähl mal, was kommen die nächsten Acts sind? Die nächsten Sachen sind jetzt klar, diesen Samstag erstmal in der Elektroküche, die zweite My House, My Rules, wo wir die, ja sagen wir mal, die Türpolitik der Elektroküche ein wenig gestürzt haben. Und, bitte? Wir haben die, ja, war ja zwei Jahre irgendwie so ein bisschen, ja so ein bisschen, wie soll, man, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass das scheiße klingt? Nee, suboptimale Zustände an der Tür, wo man sich dann so halb nackig machen musste. Ach, du und, Mann, um reinzukommen. Ja, ja, beziehungsweise auch so die innen drin eine sehr unentspannte Stimmung, weil überall Türsteher rumwuselten und alles kontrollierten. Ja, ich verstehe es. Und da haben wir dann lange debattiert und haben dann gesagt, okay, wir sagen denen, die macht halt nochmal normal, normale Kontrollen und dann starten wir da. Haben uns gestern dazu ausgerufen, den Laden nochmal eine neue Chance zu geben. Und haben unglaublich viele Leute an dem Abend gehabt, die diesem Ruf gefolgt sind. Ich glaube, wir hatten um 5 vor 12 den neuen Besucherrekord. Und es war einfach eine lustige Runde, weil die feiern alle zusammen und gehen rund. Und deswegen steht jetzt die zweite an am Samstag. Dann wäre das nächste Ding 15.10. Speedy J im Art-Theater. Genau, das sind drei Jahre. Drei Jahre Elektrochemie, drei Jahre Minimalisten-Rudel. Da wir uns natürlich sehr verstehen, feiern wir das Ding zusammen. Wir feiern. Aber dass sie das im Theater feiert, das finde ich schon sehr mutig. Doch, wieso mutig? Ist doch schwer. Super, ganz klar, aber das ist halt die Homebase des A-Theaters, ne? Ja. Also Homebase A-Theater ist halt vom Minimalistenrudel, weil die sind ja beheimatet, die sind ja groß geworden. Definitiv. Und auch unsere schöne Location, jetzt sind so ja als natürlicher Lebensraum der Elektrochemie leider abgerissen wurde von der Stadt. Machen wir es halt da bei denen. Okay. Das nächste wäre dann direkt eine Woche später. Dein Geburtstag? Oder? Mein Geburtstag in der Elektroküche. Ist dann am 22.10. feiern wir rein. Erstmalig wurde ich überstimmt, dass wir das mal öffentlich feiern, anstatt im kleinen Kreise zu Hause. Also du bist kein Freund von, oder? Ja, also so der eigene Geburtstag, da ist man meist sehr blau und da ist mit Fahrtscheibesplanung natürlich jetzt nicht mehr so viel dann. Aber dann haben wir dann gesagt, machen wir jetzt mal richtig die Welle. Da haben wir auch echt Glück. Stellen wir die Function One natürlich wieder auf, bauen wir komplett die Anlage von der Da habt ihr was gefunden, Spielzeug. Ja. Das ist herrlich. Ja. Einmal Function One, immer Function One. Ja, ich glaube, das geht gar nicht anders. Du brauchst keine Frau, du brauchst eine Function One. Nee, das ist auf Lebenszeit auch deutlich günstiger, glaube ich. Ja, doch, ne? Also, doch, auf jeden Fall kann man abzahlen. Ja, du kannst irgendwie so ein Dauerleasing machen. Das geht schon. Ja, und da haben wir dann tatsächlich Brian Black für gewonnen. Das ist das neue Wunderkind vom Liebing, mit dieser Black Asteroid EP, ich habe die gehört, ich habe echt nur die Spuren von meinen Fingernägeln im Tisch. So ein Burner Teil, der Typ hat angefangen als, glaube ich, Sound Artist oder Sound Designer für Prince, war dann mit Depeche Mode auf Tour unter dem Motor-Namen, okay. Hat dann auch mit Martin Gore sogar einen Song gemacht, und dieses Sweatbox Release, was der Liebing aber mal geremixed hat, ist schon ein bisschen älter. Das ist eine gute Mischung aus IBM, Elektro-Techno und mal was ganz Eigenes. Und er verlegt seine Deutschland-Premiere dann auf meinen Geburtstag vor, kommt in die E-Küche und hat mir angekündigt eine noch nie dagewesene Live-Performance von Black Asteroid EP mit Me Some Neon Lights and Toys. Ich weiß echt nicht, was auf mich zukommt, weil er scheint auch ein bisschen durchgeknallt zu sein, so wie wir. Wir freuen uns einfach mal drauf, was da so uns erwartet. Aber ich glaube, du hast die Beats for Benefit vergessen. Ich war noch nicht fertig, genau. Die Beats for Benefit, die findet statt am 9.10. Richtig. Ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Ist ein Sonntag. Da geht es darum, dass einer unserer Stammgäste und Inventar fast jeder Veranstaltung, also, Christian. Wer jemals zu feiern war, der kann man auch an diesem Jungen vorbei. Ja, der Raver, den eigentlich jeder kennt. Also, ja, der Christian verbreitet auch Krümel genannt. Christian Krümmel, das ist halt einer, der ständig gute Laune verbreitet. Definitiv. Absolut sympathische Person mit Herz. Und sein Bruder leidet halt an Muskeldysmorphobie oder Dysmobie. Duchenne ist halt Muskelschwund. Sitzt seit seinem 6. Lebensjahr im Rollstuhl. Seit seinem 9. halt in dem Elektrischen. Und da fängt das Problem an, den kann man nicht mehr zusammenfalten. Der wiegt echt Hölle viel, ungefähr mehr als Krümmel. Und sein größter Wunsch ist halt ein Tag am Strand mit seiner Familie. Jetzt im Behindertentransport, aber echt
kackteuer, also muss man echt sagen, das ist halt echt nicht drin für die Familie. Obwohl Krümmel sich da wirklich den Arsch für aufreißt und jede freie Minute neben seinem normalen Job nutzt, seinen Bruder zu pflegen und ihm irgendwie das Leben schön zu machen. Ja, dann haben wir dann gesagt, hat er mich mal darauf angesprochen, als wir uns kennenlernten, dass er da sowas vorhat, was natürlich so als alleinige Person ohne Locations und so mehr als schwierig ist. Dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal richtig und haben jetzt den Termin auch endlich festgelegt, wo ich auch sehr froh bin, dass Amazon und Monolog von Liebing vorbeikommen und komplett auf ihre Gage verzichten, so wie alle anderen Kölner Feierschweine und DJs halt auch sagen, ich bin sofort dabei. Jena Warehouse Rave Line hat den Kunstpark umsonst zur Verfügung gestellt. Style Charts macht die komplette Werbung, Presse, Präsenz und Werbefläche auf der Seite. Da gibt es noch unzählige andere. Der Mike Stein liefert die Function One wieder umsonst, wo wir wieder beim roten Faden dieser Sendung sind. Und ja, da denke ich mal, da werden wir auf 2 bis 3 Floors Open Air, wenn das Wetter mitspielt, hoffentlich natürlich rocken und gucken, dass wir für den halt eine behindertengerechte Karre klarkriegen. Wo er halt dann ein bisschen unabhängig von Kosten halt mit seiner Family mal halt Unternehmungen machen kann. Ganz tolle Sache. Ja, finde ich auch super, dass so viele Kölner helfen, weil ich hätte mit der Resonanz jetzt nicht so gerechnet. Stimmt schon. Ja, aber es ist echt jeder dabei, das erwarte ich auch von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, weil das wirklich einfach, finde ich, so vom Menschlichen her echt scheiße wäre, da zu sagen, ach nee, da verdiene ich nichts dran. Und war aber echt kein Ding. Alle haben direkt gesagt, bin ich dabei und völlige Unterstützung, egal bei was. Da wird es aber auch noch eine Kontonummer geben. Richtig, wir müssen das noch eintragen. Ich muss da mit dem Krümmel noch mal quatschen, weil unerwarteterweise echt viele gesagt haben, ich kann nicht zur Party kommen, aber ich würde trotzdem gerne helfen. Ich würde auch gerne helfen, ich muss bearbeiten. Ja, und das ist das Ding, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass so Resonanz käme. Und da werden wir jetzt gucken, dass wir die Kontonummer von Krümmels Bruder, dem Daniel, halt eben vielleicht veröffentlichen im Veranstaltungstext. Und wer dann spenden möchte, kann er das halt machen. Genau. Und ansonsten machen wir halt die Veranstaltung natürlich noch wie geplant und feiern für einen guten Zweck. Also ich finde das ein großes Ding, weil ich habe das, glaube ich, auch in noch so keiner Szene, keiner Stadt oder so in der Art und Weise so gesehen. Ne? Also das ja, ist schon, wenn dann waren es dann mal so große Brandherde, wofür man dann irgendwie so kleine Sachen macht, aber das jetzt auch mal so ein persönliches Ding ist. Ne? Ja, es ist halt greifbar, weil ich bewundere Krümmel dafür, dass er seinen Job macht, weil seinen Bruder pflegt und trotzdem noch die Zeit am Wochenende diese gute Laune für, also wer den mal gesehen hat, ist halt echt unglaublich, wenn man mal schlicht drauf ist, 5 Minuten mit Krümmel, was ein Lachen im Gesicht. Und schreit danach, dass man irgendwie mal ein bisschen was tut. Ach, nee. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, habt ihr noch irgendwas? Habt ihr noch Fragen an ihn? Habt ihr noch Fragen an mich? Ja, habt ihr noch Fragen an mich? Ey, wir können das Ganze mal umdrehen. Genau. Björn, hör mal, ich hab gehört, du spielst ja jetzt auch das erste Mal im Ambulance Club. Ich hab ein bisschen verlauten hören, dass du leicht nervös bist. Also was heißt nervös? Natürlich bin ich nervös, ich glaube, das muss ich auch sein, das ist auch gut so, wenn ich das nicht wäre, dann würde ich irgendwas falsch machen, bin ich ganz ehrlich, brauche das auch. Ist aber keine Nervosität, die mich jetzt irgendwie versagen lässt, im Gegenteil, das ist positive Nervosität, das ist eine gewisse, ja, mach dir mal keine Sorgen, also wenn das Ding einmal läuft, dann, ich werde natürlich, wie es sich gehört, erst mit dem Anfang machen und werde dann eventuell, wie ich es von Leuten hören habe, auch nochmal später eine Chance kriegen, wenn ich meine Sache gut mache, ne? Ich muss dazu sagen, ganz großen Dank an den Oliver, der mich da ganz blind das Vertrauen schenkt, beziehungsweise über den Hesse. Also er hat noch nie was von mir gehört, ich habe ihm angeboten, er konnte ich das mit anderen sagen, nö, passt schon, ich habe da meine Jungs, denen vertraue ich und die sagen, das gut, dann wird das schon. Und schauen wir mal. Eine Frage habe ich auch noch, ich muss mir eben das Lachen vergreifen. Wie oft hörst du Witze über deinen Namen, weil wenn ich höre, Nimmig unterwegs, fand ich Burner. Ich dachte jetzt schon, hat der Moses mir das Format der Sendung irgendwie falsch oder leicht verzerrt dargestellt, aber die beiden Prinzen, genau, dachte ich auch so, gerade rollt ein. Genau. Ich feiere den Namen extrem mittlerweile. Geil, oder? Ich weiß nicht, wenn ich so eine attraktive Frau wäre, wäre es, glaube ich, eher anstrengend, wenn du wirklich attraktive Frau weißt, wie plump die Männerwelt teilweise ist. Wenn so eine unglaublich. Absolut. Wir haben gelesen von. Habe ich gehört. Ja. Einen Freund von erzählt. Aber es wäre natürlich echt geil, wenn du jetzt noch eine hübsche Dame heiratet, die dreckig heißt und nimmt einen Doppelnamen an. Also ich habe den Namen gesehen, den es gibt. Wäre auch schön, also Isabel Hart. Ich suche ja einen Aufruf hier an die Leute. Ich suche unbedingt eine Frau, die zu mir passt mit dem Nachnamen Du-Sau. Den gibt es nicht wirklich. Das wäre ein toller Doppelname. Nimm ich Du-Sau. Das wäre super, oder? Also, den gibt es wirklich. Also Du-Sau gibt es wirklich. Und du wirst nie wieder eine Pizza bekommen, die du bestellst.
Naja, vielleicht schon, aber die Frage ist, wie viele Spermaproben auf dieser Pizza werden auffindbar sein. Das wäre noch jugendfrei. Oh mein Gott. Ich wünsche euch schon viel Spaß für dein zukünftiges Leben. Also ich sage euch ganz ehrlich, klar, als Kind, da ist eigentlich alles relativ schnell gesagt, da kommt nämlich von hinten und ist halt nicht wirklich Kreativität, gab es da nicht. Der Letzte, der was Cooles gesagt hat, der war der Beki und Kumpel von mir, der meinte, ey, nimm mich nicht für voll. Das fand ich schon wieder cool, das war was Neues. Ansonsten kommt immer dieselbe Scheiße, wenn ich mal so sagen darf. Aber ich feiere den Namen voll, ich finde ihn ganz toll. Und ich brauche keinen Künstlernamen, brauche ich nicht damit. Und die meisten Leute, es gibt Leute, die haben mich auf einer Party kennengelernt, die haben mich über der Freundesliste bei Facebook gesehen, haben mich geedet und haben immer gedacht, das wäre irgendwie ein Joke-Name von mir. Ich habe gesagt, wenn ich das wirklich so, dann sind die aus allen Leuten gefallen. Also glaube mir die wenigsten. Ich muss immer den Ausweis rausholen und das ist meistens durch die Leute sagen, hey, kennst du den, dass der nimmlich, wie nimmlich, der heißt wirklich so, hey, guck mal hier, hol mir den Ausweis raus. Und so ein Name ist natürlich von Vorteil, aber auch deswegen glaube ich, dass durch die große Welt schlagen. Ja, ich hoffe, auf meine Chance und dann schauen wir. Bin ich dann noch überzeuge. Ja, wir drücken dir die Daumen natürlich. Ja, absolut. Du bist ja auch was du kannst und ja, werden dem mal beiwohnen. Ja, ich hoffe, ihr seid da. Aber von 8, ich fange früh an. Ich bin schon 8, dann muss ich hier... Ich glaube, ich bin da. Ich anwesend. Ich bin dir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich bin dort. Aber ich freue mich auch und freue mich, dich in den Riegen der Ambulanz begrüßen zu dürfen. Juhu, ich denke, wir haben viel gequatscht, viel erzählt. Ich denke, ich habe euch die beiden Persönlichkeiten Moses und Matthias Schneider ein bisschen näher bringen dürfen, können, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß gehabt und habt das interessiert verfolgt und möchte das damit beenden. Und möchte mich nochmal bedanken bei Matthias. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart, Moses. Super, Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Gerne. Ciao. Ciao.